Jean kam im Januar zu mir mit dieser Postkarte und da ist eine Briefmarke von 1981 und unter anderem steht drauf: J'espère bien que tu resteras pour toujours mon cher maître ami. Und daraufhin haben wir beschlossen, das neue Programm Amitié zu nennen und auf der einen Seite natürlich der Freundschaft zwischen Christian Bach und Mozart zu widmen, einer der berühmten Künstlerfreundschaften, aber auch unserer Freundschaft jetzt. Über 30 Jahre gehalten hat. Ich war ein ganz normaler Pianist. Ich habe mit Klavierlaufbahn gemacht ans Königliche Konservatorium von Den Haag. Aber ich wollte immer schon die ältere Musik machen. Samuel ist ein Schüler von mir an der Schola Cantorum für das Hammerklavier, Pianoforte. Und so sind wir immer in Kontakt geblieben. Und x Hauskonzerte gemacht, alle Werke für Quatermain gespielt, das heißt, ich übertreibe ein bisschen. Und es gefällt mir gut. Gott sei Dank. Jo, unser Glück. Gerade wenn wir zusammen musizieren, nicht? Ich muss sagen, dass Jean Govertz für mich immer eigentlich der wichtigste Lehrer war. Obwohl ich bei anderen bekannt, also ich habe bei Mieczysław Horschowski Meisterkurs gemacht, das war auch sehr wichtig. Aber seine Art zu musizieren und seine Art einzutauchen, auch in frühere Epochen, das hat mich immer sehr fasziniert und das verbindet uns, glaube ich, auch sehr tief einfach. Die modernen Flügel sind die Tasten viel breiter. Dass ein Ton nicht kommt, das liegt an der Technik des Pianisten, aber in jedem Fall. Und hier ist es sehr heikel, weil die Tasten sind viel schmäler, man kommt viel schneller mit den Fingern an den Nachbarn dran. Nicht? Und man muss mehr mit den Fingern näher beim Tasten sein, etwas mehr nur legato spielen. Was man vielleicht auch noch sagen kann, dass wir beide ganz große Liebhaber von Vokalmusik sind, sehr vom Gesang her denken. Das macht auch das Musizieren sehr schön, weil wir beide so sind und so ein bisschen ein kleiner Scherz unter uns ist, wenn wir auf den zwei Instrumenten spielen, dass wir sagen, das ist wie Maria Callas und Giulietta Simeonato, weil das eine Instrument eine Mezzo-Färbung hat und das andere eine Sopran-Färbung und wir stellen uns dann vor, das sei das Norma-Duett oder so etwas. Das ist so unsere persönliche Geschichte. Ja, schön.